So, hier ist LOB von Chems 21. Ich melde mich heute mal mit einem etwas ungewöhnlicheren Thema. Und zwar geht es um die 72-Stunden-Aktion, die zurzeit noch bundesweit in ganz Deutschland läuft. Und zwar nehmen da 4000 Gruppen circa bundesweit teil an einer Sozialaktion, bei der es darum geht, in 72 Stunden eine Aufgabe zu erfüllen. Und diese Aufgabe bekommen die Gruppen erst am Start dieser 72 Stunden genannt, können sich also nicht wirklich darauf vorbereiten, können nur melden, wie viele Leute sie sind und welche Art von Arbeit sie machen wollen. Und dann haben sie 72 Stunden Zeit, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und die Pfadfinder aus Obertürkheim haben eine Aufgabe bekommen, und zwar Wandelwege in den Weinbergen wieder begehbar zu machen, und haben diese Aufgabe jetzt innerhalb von 72 Stunden erfüllt, haben auch Schilder dazu erstellt und Flyer verteilt, um diese Wege interessant zu machen für die Bevölkerung und dass die Wege auch begangen werden und sich damit wieder einigermaßen selbst frei halten von den dort wachsenden Dingen, wie zum Beispiel Brombeeren und so weiter, was halt so im Weinberg wächst, wenn die städtischen Wege nicht freigehalten werden. Jetzt stehe ich vor einer so einer Karte. Ich habe zwar jetzt leider noch, ich habe hier nicht so viel Bandbreite, dass ich da eine hohe Qualität übertragen kann, aber ich glaube, man erkennt es trotzdem. Das heißt dann Lilien, Wandelwege, Obertürkheim, so heißen die Wege. Also dieses Wegzeichen der Pfadfinder, zufällig auch das Zeichen der Pfadfinder, ist jetzt hier auch das Wegzeichen dieses Weges. Und dann hat man hier eine Karte mit einem Standort. Und die roten Wege sind die Wandelwege durch die Weinberge, die man da begehen kann. Ist auch noch ein kleiner Erklärungstext dazu abgedruckt, der genau erklärt, was das für eine Aktion ist und dass es eben eine 72-Stunden-Aktion war. Jetzt geht es hier zum Beispiel am Eckernesweg in Obertürkheim, Ulbach, Ulbacher Straße, Kreuzung Eckernesweg, geht es dann hier die Straße nach oben. Am Anfang natürlich noch eine nicht ein Wandelweg, sondern eine normale Straße, die eben in die Weinberge führt. Über die Karte findet man dann hoffentlich zu den Wegzeichen, die man hier jetzt zum Beispiel an der Wand sieht. Und da geht es dann auch schon in einen dieser Wandelwege. Jetzt werden sich vielleicht noch manche Leute fragen, was ist eigentlich ein Wandelweg und warum sagt er nicht Wanderweg? Nun, ein Wandelweg wurde früher eingerichtet oder kommt wahrscheinlich von alter Sprache, von dem Wandeln, also von dem nicht gehen oder laufen oder so, sondern die Wandelwege haben früher bestehende Wanderwege und Gartenwege verbunden. Es waren im Prinzip, würde ich sagen, Abkürzungen zwischen anderen Wegen. Man sieht auch hier, dass es immer wieder rechts und links in Privatgrundstücke geht. Aber der Wandelweg selber ist ein städtischer Weg, ist also auch ein öffentlich begehbarer Weg. Am Donnerstag, als wir hier diese Aktion bekommen haben, war das hier alles noch quasi so wie hier oben. Also es wurde auf jeden Fall alles freigeräumt hier. Und weiter oben sieht man auch noch extremer, wie der Bewuchs hier war. Ich mache jetzt hier auch mal einen Schwenk. In den normalen Weinbergwegen hat man manchmal auch so eine Aussicht, aber hier ist natürlich eine noch schönere Aussicht, wenn man einen traditionellen Weg geht, der nahe der Natur ist, wo man auch noch Tiere und Pflanzen sehen kann, die man sonst nicht so sehen kann.
und das Klima auch ein bisschen angenehmer ist. Und hier sieht man gerade auch eine der Gruppen, die hier von den Pfadfindern durch die Wandelwege geführt werden. Hier ist ein Pfadfinder. Ja, hier auch einer. Und hier sieht man auch gerade eine dieser traditionellen Bänke, wo früher die Weingärtner ihre Butten abgestellt haben, wenn sie die aus dem Weinberg getragen haben. Also sie haben sich hier nicht hingesetzt und die Aussicht genossen, die man auch genießen kann, sondern sie haben hier ihre Arbeit, also ihre Butten abgestellt und ausgeruht. Wie man hier auch sieht, kann man schon erahnen, wie die Natur sich den Weg zurückgeholt hatte. Und der hier quasi mannshoch mit Brennnesseln, wie sie da drüben noch zu sehen sind, freigeschnitten werden musste. Da haben sich jetzt 20 bis 25 Pfadfinder damit beschäftigt, diesen Weg freizuräumen. Wie man sich vorstellen kann, diese Brombeerhecken, die hier überall waren, die werden natürlich sich diesen Weg auch wieder zurückholen. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn diese Wege auch ab und zu benutzt werden und möglichst viele die Schönheit dieser tollen Wege wiedererkennt und vielleicht zum Wandern in den Weinbergen mal die Wandelwege, nicht nur die Wandererwege, die meist über asphaltierte Straßen gehen, benutzt. Und hier sieht schöne gepflegte Gärten rechts und links. Also gebietet auch der Respekt vor den Menschen, die hier ihre Gärten haben, dass man nur den Weg selber benutzt und auch versucht, die Tiere und Pflanzen, die sich hier angesiedelt haben, nicht zu stören. So, jetzt hat man hier auch wieder eine der normalen Wege und Straßen der Weinberge erreicht. Hier noch einmal eins der Wegzeichen, die hier auf die Wandelwege in Obertürkheim und Ulbach hinweisen. Eine der Karten steht, wie gesagt, am Einstieg zum alten Weg. An der Ulbacher Straße, Eckerlesweg, Kreuzung Eckerlesweg, Ulbacher Straße, steht eine der großen Karten. Weiter steht eine der großen Karten auch an der Grabkapelle am Roten Berg oben direkt dort. Da geht auch einer der Wendelwege nach unten in die Weinberge. Viele nutzen den Weg von der Grabkapelle runter. Eher die normalen Straßen wie hier, aber ich empfehle jedem mal die Wandelwege zu versuchen, zu benutzen,
Schon allein, wenn ich jetzt hier langlaufe, merke ich, dass sie den großen Unterschied zwischen einem asphaltierten Weg, der die Sonne nach oben zurückstrahlt, und einem naturbelassenen Weg wie den Wandelwegen, die ja jetzt in dieser Aktion erst freigeräumt wurden und natürlich dann durchs Benutzen freigehalten werden. Die 72-Stunden-Aktion endet diesen Sonntag um 17.07 Uhr mit einer Abschlusskundgebung oder Feier, wo alle Gruppen sich nochmal treffen und gegenseitig ihre Projektergebnisse zeigen. Als teilnehmende Gruppe ist es einem nicht möglich, die Projekte der anderen Gruppen zu verfolgen, weil man schlicht einfach keine Zeit hat, um auch noch andere Gruppen anzuschauen. Wer über diese Wandelweggruppen, also diese Pfadfinderaktion hier in Obertürkheim, mehr wissen möchte, kann auf www.dpsg-obertürkheim mit ue.de gehen. Dort Bilder und Berichte der Pfadfinder zu dieser Aktion anschauen. Und finde da auch die Karten und die Flyer, die einem helfen, die Wege zu finden und auch zu nutzen. In Stuttgart haben, soweit ich weiß, so circa 10 Gruppen an der 72-Stunden-Aktion teilgenommen. Da waren durchaus auch sehr interessante Projekte dabei, wie zum Beispiel Räumlichkeiten in einem Asylbewerberheim restaurieren und wieder in Schuss bringen und bewohnbar machen. Andere Gruppen haben Mosaike in einer Schule, soweit ich weiß, an eine Wand gebracht. Also über die Aktionen, die in Stuttgart gelaufen sind und die auch bundesweit gelaufen sind, kann man sich über www.72 Stunden zusammengeschrieben ganz normal.de informieren. Da sind alle Gruppen verzeichnet, die irgendwelche Aufgaben erfüllt haben. Ich zeige euch jetzt noch den anderen Wandelweg, der hier direkt wieder anschließt. Also über die normale Straße kommt man zu den nächsten Wandelwegen. Hier an dieser Stelle geht der Wandelweg wieder von der normalen Straße ab. Und noch ein Hinweis an der Stelle: Wenn man dann diesen Weg hochgeht, der zwar schon ein bisschen idyllischer ist, aber immer noch eine befahrbare Straße, dann findet man zum nächsten, dem dritten Wandelweg, der direkt zur Grabkapelle am Roten Berg führt. So, und dieser eine Wendelweg hier, der führt direkt mit schönen Aussichten, wie man hier sieht. Bei einem wunderschönen Sommertag führt er direkt an den Ulbacher Platz zurück.
Und damit verabschiede ich mich mit diesem Bericht von der 72-Stunden-Aktion der Pfadfinder Obertürkheim.